Wir sind im Ortsmuseum in Wallenstadt. Bei mir der Guido Städtler. Er ist eigentlich Altstädtner. Jetzt wohnt er in Wallenstadt, war Fasnachtsgesellschaftspräsident, hat ein Buch geschrieben, 50 Jahre Fasnachtsgesellschaft, 1959 bis 2009. Da würde mich interessieren, warum ist die Fasnachtsgesellschaft erst 50-jährig. Und wie ihr seht, da steht er, nebst dem Röli-Böli. Jetzt natürlich müssen wir schon wieder sagen, ich habe Zwerdenberg so zwischen den Fasnachtsregionen. Gell? Irgendwie nicht so wirklich ein Fasnächtel. Früher haben wir manchmal dies und jenes gemacht, eine Zopfmaske angelegt, Baumuckelverkleidung, irgendetwas, aber mit wenig Füßsackerei, mit wenig Herzblut. Aber natürlich südlich und nördlich, da spielt sich das ab. Und du, Guido, du bist ein richtiger Fasnächtler. Hast du das von Altstädten übernommen oder wer hast du da? Wahrscheinlich schon, von Geburt aus geprägt. Und dort war ja auch so eine bekannte Maske, der Röllibutz, oder immer noch. Natürlich viele grössere Gruppen als der Wallenstadter Rölli. Aber bei beiden kommt das Rölli führen. Und das bezieht sich auf den Rollengurt. Das sind auch Städte da oben, gell? Ja, die haben auch so einen Rollengurt da. Und wenn die springen, dann wackeln die oder schellen die. Bei den Altstädten geht es noch ein bisschen weiter runter, gell? So ein bisschen ins Trüge. Und oben haben sie noch so einen Roller. Die Altstädten haben sie nicht, gell? Das ist da in rauen Mengen am Gurt. Gut, und was wir auch sagen, also, ja, müssen wir interessieren. Zur Seite von Napoleon, gell, da ist die Fasnacht ein bisschen eingeschlafen, hat dann, ich glaube, 1832 wieder angefangen, 1950 wieder ein bisschen eingeschlafen, wenn man das Gefühl hatte. Im 1959 hat die Fasnachtsgesellschaft gegründet. Ist die gegründet worden, weil sie ein bisschen eingeschlafen ist, die Fasnacht, oder warum? Einfach, damit es eine Struktur gegeben hat, letztendlich. Und es ist eine von den älteren Fasnachtsgesellschaften im ganzen Land, die ja, in den letzten Jahrzehnt eigentlich einen steten Aufwärtstrend erlebt hat. Als Gesellschaft, aber auch die Fasnacht in Wallenstadt selber. Du weißt, schlechter Fasnächter. Ist denn Fasnacht, Karneval, Fasching, ist das alles das Gleiche? An sich schon. Also je nach Region heisst es anders, aber von der Bedeutung her ist es dasselbe. Dann hast du ein Buch geschrieben, das ist natürlich ausführlich, da können wir auch nie im Leben wettmachen. Es hat so unglaublich viele Informationen drin. Als Mann hat mich vor allem angesprochen, das Reglement, ich weiß nicht mehr genau, vom 81 oder von weiss wo, wenn auf jeden Fall im Punkt 6 steht drin, ist eine männliche Angelegenheit, das Röli-Böli. Der Röli sicher, ja. Da hat es, wo wir das Reglement aufgeschafft haben und an die Hauptversammlung gebracht haben, hat es eine Frau gehabt, die aufgestanden ist und gesagt, man sollte jetzt mit dieser Männertradition brechen. Und sie ist dann runtergefallen mit ihrem Vorschlag. Also nach wie vor ist das eine Männerdomäne. Und dann haben wir ja nebst der Rölli noch eine kleinere Maske, das ist der Brülli. Und dort sind dann Buben drin. Ja, auf das können wir alles noch. Aber das ist bis zum heutigen Tag so. Das ist so, ja. Die Maske dürfen dazu noch die Männer tragen. Ja. Dann habe ich auch gesehen, also, ja, man kennt doch das, Fasnacht, habe ich immer das Gefühl, es sei so viel Haut, ein bisschen saufen und so weiter. Aber wenn du besoffen bist, darfst du das nicht tragen, die Maske. Nein, das steht im Reglement eben auch drin, dass man, wenn man müsste eingreifen, und das wäre dann die Fasnachtsgesellschaft, die den Betrieb managt. Die Oberherrschaft hat zwar die Ortsgemeinde Wallenstadt, aber eben die Fasnachtsgesellschaft betreibt den ganzen Aufwand mit diesen Rölli, dass man halt eine Kontrolle führt und schaut, wenn einer ein bisschen zu gäch ins Glas geschaut hat und sich dann abartig verhaltet, dass man den aus dem Verkehr zieht und vielleicht einen anderen darunter stellt. Und das wird wirklich gemacht? Hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht müssen, aber es hat einmal ein bisschen ausgeartet und darum ist der Passus ja auch im Reglement drin. Aha, ja. Und eben dann natürlich, das ist mir aufgefallen, im ersten Reglement, ich weiß nicht mehr genau, ist es von 1939 oder so, da steht alles nicht im Buch drin, dort ist von dem Frauenverbot nichts gestanden. Dort ist, glaube ich, das einfach selbstverständlich gewesen. Also Ortsbürger ist gestanden, selbst ist noch gestanden, Ortsbürger hat man müssen sein. Und heute ist es offen für Einwohner von Wallenstadt, aber eben männliche. Aha, also Heidi Hansel, mal, wenn sie Regierung sollte, wäre eine Stadtnerin keine Chance. He? Nein. Ah, überhaupt nicht. Sie kann Schiff taufen, aber unter dieser Maske? Nein, gut. Ich glaube, das wird ihr sehr übel genommen. Meinst du, hat sich auch noch nie jemand eingeschmuggelt? Nein, ich glaube nicht. Ja, ja. Also ich bin ja nicht der
Chef von dem Rölli-Betrieb. Aber wenn ich jetzt dort nachfragen würde, denke ich, müsste mir jeder, der das jetzt in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, bestätigen, dass da keine Frauen darunter waren. Vielleicht einmal irgendwo in einer Stube drin, aber sicher nicht auf der Straße. Was bedeutet denn jetzt für dich persönlich eine Fasnacht? Ja, lustig haben. Für mich muss es nicht eine riesige Menge Alkohol haben. Ich denke, ob einer lustig ist, das weiss sich ja auch das ganze Jahr durch. Jeder Jahreszeit. Und dass man einmal Sprüche machen kann gegenüber den Mitmenschen. Sprüche im Anstand immer natürlich. Das ist für mich Fasnacht. Und wenn man dann noch unter einer Maske steckt und nicht erkannt wird, dann ist es natürlich doppelt lustig. Und da ist die Chance gross, gell, dass man die hier nicht erkennt. Also wenn wir das so anschauen, dass das drückt. Ja, da bin ich nicht so sicher. Aha. Ich habe zwar zuhause eine Maske, eine Holzmaske, mit meinem Gesicht. Und bin dann mit der auch einmal an die Fasnacht gegangen. Und dann hat doch in der ersten Beizinne einer gesagt, ja, da ist der Guido. Aha. Hast du viel geredet? Wahrscheinlich hat man mich an der Stimme erkannt und vielleicht auch an der Postur. Aber das ist ja nicht so tragisch. Genau. Und dann, wie ist das zum Tragen? Das ist ja hölzig, oder? Ja, also das hat doch ein rechtes Gewicht. Die Maske ist hier hinten mit einem Lederriemen am Kittel angemacht, damit man sich heben kann. Aber wenn man den Blickwinkel anschaut, den man von innen raus hat, dann ist der sehr einengend. Und heute haben die Rölli, heben sie dann da, lupfen sie. Und während dem Springen, sie sollten ja auch springen, haben sie die Maske oben. Und wenn sie wieder anstehen, dann lassen sie sie wieder runter. Eben, das ist eben am Reglement. Da musst du also springen, da musst du noch fit sein. Ja, also das sind eher so die jüngeren Jahrgänge, die in der Rölli springen. Und später gehen sie dann in andere Masken oder werden Zuschauer. Die Masken kann man mieten, oder? Jawohl. Das läuft dann auch über die Fasnachtsgesellschaft. Da hat es einen, der der Rölli-Chef ist. Und der Rölli-Chef nimmt die Anmeldungen entgegen. Und ausleihen tut es dann einen Maskenverleih, den wir in Wallerstadt zum Glück haben, wie der Gabi Zeller. Und die vermietet auch andere Masken oder andere Gewändchen und Larven. Aber sie betreut auch den Rölli-Betrieb dann im Detail. Und das ist dann so, dass am Fasnachtssonntagmittag, um 12 Uhr, ist der erste Auftritt von der Rölli, hier beim Alten Rathaus, auf dem Platz aussen. Und die Rölli sind dann vom 12 Uhr bis am Abend um 9 Uhr in diesen Rölli drin. Das sind die gleichen Leute. Die sind dann auch am Umzug um 2 Uhr. Und dann sind weitere Auftritte am Fasnachtsmäntig und am Fasnachtsdienstag. Immer vom 9 Uhr bis 2 Uhr am Mittag ist die eine Gruppe, vom 2 Uhr bis am Abend um 9 Uhr ist es die andere Gruppe. Das sind nicht die gleichen Leute. Wir berichten darüber, gell? Und oben die oberste, wie sagen wir so, Kooperation, das ist der Ortsverwaltungsrat. Also, jawohl, ja. Also ist der Steffi der Oberrölli? Er selber springt nicht, aber er ist der Arzt. Er mag nur springen, gell? Da fragen wir den. Ja, das drückt noch. Drückt noch, ja? Ja, das drückt noch. Ja, gut, was ein Dachdecker ist. Er ist so unterwegs. Er hat, macht mit einer Gruppe mit, die heuer Plaketten jetzt als Eintrittsbillett zeigt. Und er ist auch so maskiert unterwegs. Der genießt Fasnacht, so wie andere auch. Jetzt hast du gesagt, am Fasnachtssonntag, das wäre am 26. um 12 Uhr, also fängt die das dann an. Also vorher läuft da nichts, also die Rölli, die Bölli müssen warten, bis auf die Tage. Ja, das ist klar, das ist geil. Also vorne läuft schon etwas, aber es sind andere Masken, Fantasie. Jeder will gerne wo gehen. Vor Fasnachtssamstag, schmutziger Donnerstag, am Fasnachtssamstagabend und am Nachmittag. Und dann geht das weiter. Aber einfach nicht mit Rölli-Bölli. Rölli nur vom Sonntagmittag bis am Fasnachtsdienstag um 9 Uhr am Abend. Bist du schon so ein Rölli-Bölli gewesen? Eher in einem privaten Kreis, das heisst, wo wir mal noch auswärts gegangen sind. Das ist im Reglement auch festgelegt, dass man nicht mehr an einen anderen Ort geht, an andere Umzüge. Wir sind auch viel zu klein mit 11 Rölli. Und am Fasnachtssonntag müssen die da sein, das ist zwingend. Und wenn jemand die Rölli will sehen, dann muss er halt auf Wallerstadt kommen. Ja, ganz genau. Da führt also kein Weg da vorbei. Nein. Da muss auf alles stark kommen. Und eben halt dann, um es zu sehen, an diesen 3 Tagen, dann müssen wir ins Fasnachtsumzug kommen. Und eben dann am Montag, Dienstag, natürlich sieht man es auf der Straße rumspringen. Mhm. Und dann haben sie doch noch
irgendeinen so einen Ruf, oder nicht? Jawohl. Also der Röli Gmeinzni heisst der. Der spielt beim ersten Auftritt eine ganz spezielle Rolle. Der schaut oben beim alten Rathaus, dann beim obersten Fenster, raus. Das Publikum sieht das unten. Die stehen im Halbkreis auf dem Rathausplatz. Und dann erwartet Gmeinzni, dass man den Röli-Ruf ruft. Eigentlich eher von den Kindern, aber die Erwachsenen machen auch mit. Ich gehöre auch zu denen, die ziemlich laut rufen. Und das heisst dann so: Rölli, Bölli, Suppe, Knölli, raus mit der Butzi, heuja, heuja, ho, hauere mit der Tore, Tee, hauere mit der Tore, eine Butzi, Bub, eine Hösi. Und dann ruft der Rölli, Gmeinzni oben runter, aus der Maske raus. Ja, das war noch viel zu wenig laut. Nochmal. Und nach dem zweiten Mal ruft es gleich. Es ist immer noch zu wenig laut. Und dann, das Publikum reagiert natürlich. Das Publikum weiss aber auch, dass unten beim Haupteingang vom alten Rathaus die anderen Rölli schon parat stehen. Und irgendwann, nach dem dritten, vierten Mal Rölli rufen, verschwindet die Gmeinzni oben. Das ist das Signal für das Publikum, jetzt kommen sie dann. Und dann geht die Tür auf, dann springen die Rölli raus, umkreisen den Rathausplatz, zwei, drei, vier Mal. Dann gesellen sich vier kleine Bubenrölli dazu, Brüllni, habe ich schon gesagt. Und dann, nach dem Umkreisen vom Platz, schwärmen die Rölli dann aus und gehen zu Familie, zu Kind, zu Bekannten, zu Heimwehstadtner, die natürlich auch herkommen auf den Termin. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da könnt ihr ganz sicher sein, das tun wir beleben natürlich. Also, der Fasnachtsumzug, den tun wir beleben, dann noch der Kommentator dann auf, dann noch eine Kamera stellen wir dann unten her und der Guido ist dann oben dran. Also, da können wir natürlich nicht verpassen. Da müssen wir auch sagen, die Rölli-Bölli, die sind auch Botschafter. Also, so ganz sicher bin mir nicht, ob die immer nur der Fasnacht auftreten. Weil 1985, da kann ich mich selber erinnern, ist der Kurt Furgler, wo er zum dritten Mal Bundespräsident war, von der Rölli Bölli empfangen worden. Und Sepp, glaube ich, war nicht der Fasnacht, oder schon? Nein, Sepp war ein anderer Termin. Aber eben, das sind die Ausnahmen, die man im Reglement ihnen auch festgelegt hat. Ich denke, wir waren einmal in St. Gallen, wo der Kurt Bührer Kantonsratspräsident geworden ist und der ist ja selber im Rölli umgesprungen. Und, aber man hat es jetzt eben, ich habe das schon erklärt, man hat es jetzt ziemlich restriktiv gehalten. Wer die Rölli will sehen, muss daher kommen auf aller Stadt. Auf jeden Fall. Und jetzt schweifen wir vielleicht einmal ein kleines bisschen aus. Wir sind immer schön auf dir gewesen. Du hast gesagt, das ist der Gmeinzni. Also da gibt es dann... Ah ja, übrigens, selbst dort hinten, selbst ist ja ein Gefürchiger gekommen. Ja, das ist auch noch so eine typische Maske von Wallerstadt. Das ist der Domino. Auch zu dem gibt es einen Spruch. Domino, springen wir noch, gib mir einen Klapp, so kann ich gehen. Du kennst wirklich. Du bist ein Fass. Wir hätten noch zwei. Ja. Jöcki, Jöcki, Ziegerstöcki. Das ist eine dritte Maske. Und dann eins, das wir dann im Umzug sicher auch sehen. Hutlerweib, Dreck am Leib, Lüse im Haar und das ist wahr. Herr Golles, du bist ja ein anderes Fasnachtslexikon, gell? Also bei dir merkt man, du bist ja immer sehr ein lustiger Kreativer. Aber Fasnacht ist etwas, was dich speziell fasziniert. Mir ist aufgefallen, ich habe mal Fasnachtsumzug ein bisschen da südlich gefilmt, so ganz, oder? Das kennen wir. Ja. Und dann auf einmal kommt einer auf mich zu, zuerst habe ich studiert, auf einmal merke ich, da bist ja du, oder? Also du gehst natürlich auch an die anderen Orte so. Ja, in meiner Funktion als Präsident der Talgemeinschaft das ganze Land Wallensee gehört das ein bisschen dazu. Dann haben wir ja in dieser Talgemeinschaft auch eine Kommission Fasnacht. Und die Kommission die ruft die Gesellschaften zusammen, damit man gemeinsame Probleme könnte lösen und gute Bedingungen kann erwirtschaften. Ich denke an Wiesengebühren und so weiter. Und dann gibt die Kommission, respektive die Altgemeinschaft, zusammen mit dem ganzen Länderdruck den Fasnachtskalender das ganze Land Wallensee raus. Das ist die umfassendste Informationsquelle von Daten, von Fettis bis Glarus Nord, Wiesenamt. Das ist eine richtige Institution, gell, Fasnacht. Das ist viel, viel mehr, als was man so als Fasnächtler möchte vermuten. Also, ja, wenn man jetzt schaut, die UNESCO hat ja einen Auftrag erteilt, die immateriellen Kulturgüter
aufzulisten. Und das Schweizer Komitee hat jetzt Schnitzen, das Larverschnitzen und das ganze Länder Fasnacht auch in das Kandidaturdossier aufgenommen. Und das zeigt doch, ja, es hat eine Bedeutung. Es ist ja doch eine Kunst, du hast es vorher gesagt, Larven. Das heisst, also Larven und Masken ist gleich. Da haben wir so ja, so aber sagen. Bei uns in Wallerstadt und im ganzen Land sagt man eigentlich Larven. Und wir haben ja ein regionales Themenmuseum, das ganze Länder Maskenmuseum in Flums. Dort hat man den Namen Masken verwendet und nicht Larven, damit die Ausländer auch merken, um was es geht. Ja, wir haben natürlich hier einen Haufen andere, ich sage jetzt halt hier Larven. Ich drehe jetzt mal ein kleines bisschen, wir gehen vielleicht mal ja, zu den verschiedenen Larven her. Was mir so ein bisschen auffällt als Laie, sie sind alle sehr, sehr kunstvoll geschnitzt. Also, da müssen wir vielleicht einmal zeigen, wie das so passiert, aber es ist ja medial auch schon mehr gezeigt worden. Was mir auffällt, haben alle rote Patten. Eine einzige dort hinten, sie hat so ein bisschen eine zünftige Nase, aber die anderen haben eigentlich alle so rote Backen. So. Kennst du jetzt hier die Reihe? Da? Alle ein kleines bisschen? Sie sind alle beschriftet. Also wenn jemand in das Museum kommt, hat er die Information auf einem Schild mit dem Namen. Der Schnitzer ist drauf. Der Besitzer, das sind die Ortsgemeinde, oder die Private. Und wenn es entstanden ist, die Maske. Die älteste Maske, das ist die, wenn ich hier reinlaufe, die alte von ca. 1832. Also, wenn wir das Datum jetzt einmal als G anschauen, dann ist die Stadtner Fasnacht und mit der Trölli doch sehr, sehr alt. Die alte, und das ist quasi der Urtyp. Und generell im Museum sind jetzt alle Originallarven. Und auf der Straße laufen Kopien. Und zwar aus folgendem Grund, dass man ja, das Original kann konservieren kann. Und wenn man eine Kopie machen muss, dass man immer wieder ab dem Original Kopie macht und nicht eine Kopie von der Kopie. Sonst wird das mit den Jahren oder Jahrzehnten verfälscht. Kann man sich so eine Maske auch fertig machen lassen? Das hat es schon. Es hat in verschiedenen Stuben Masken, wo aber da muss dann schon einer ein Künstler sein, um so einen Rolli zu kopieren. Das war früher Paul Mannhardt in Bärschis, der hat sehr viel gemacht. Oder heute Max Tschus aus Wallenstadt, die in der Lage sind, so eine Rolli-Kopie herzustellen. Auch ein Godi Wenger, der in Wallenstadt wohnt. Das sind ja, Spezialisten. Du hast jetzt ein Buch wieder, gell? Also über die 50 Jahre Fasnachtsgesellschaft Wallenstadt 1959 bis 2009. Das kann man auch verkaufen, oder? Das kommt man im Hotel Seehof in Wallenstadt über. Oder man kann sich auch bei mir melden. Dann werde ich das versuchen zu organisieren. Weil es ist wirklich äußerst interessant, es ist auch geschichtlich dokumentiert, es gibt wirklich viele Erkenntnisse. Es hat vor allem mir auch ein bisschen Gelegenheit eröffnet, dass nicht Fasnächtler einen Zugang zu finden zu der Fasnacht. Und es ist echt wirklich, ich habe gemerkt, das ist eine Institution, es sind mehr als ein paar Tage, Umzüge und so weiter. Sondern wenn man in so einem Gebiet daheim ist, dann ist das etwas, so doch etwas sehr Wichtiges ist im Jahr, oder? Ja, sicher, ja. Also wichtig. Vom Wallensee bis ins Tamminental hindern. Und die Leute leben mit dem. Wenn wir jetzt anschauen, du hast jetzt gesagt, das ist die wichtigste, hast du mal gesagt. Gell? Ja. Was ist denn die links nebendran? Was ist das für eine? Das ist die Heere hier. Und da die links, gell? Die links, ja. Jawohl. Und dahinter steckt natürlich der Name von der Familie Heer. Aha, es hat auch einen Schnitzer gegeben, der Heer geheissen hat. Die Larve ist auch ca. 1890 entstanden. Und warum denn das andere, die alt? Ja, weil es eben die älteste ist. Ah, bloß wegen dem. Also, ja. Ja, du weißt, was ich gemeint habe. Gell? Ich dachte, das ist etwas anderes, aber das ist eine falsche Kombination. Nein. Dann habe ich noch verschiedene... Die kannst du an einem anderen Mal brauchen. Dann habe ich noch verschiedene andere Sachen gehört. Also Heer verstehe ich jetzt. Ich bin mit einem Schüler mal in der Schule, mit dem René Heer, der ist von Wallenstadt gekommen. Ja. Aber dann hat es noch die Hämene. Was ist denn das?
Jetzt haben wir auch die Alt gehabt, eben. Ja, und links nebenan Hera. Und jetzt haben wir doch noch andere. Gell? Hemmene. Und das ist die Neue. Das wäre jetzt eben quasi die Nachfolgerin der Alten. Jawohl. Und wenn wir auf diese Seite gehen. Ja, da können wir schon gehen. Da. Das ist eine eigenartige Kreation. Die, hat, ja, die ist ganz speziell, das ist eben das mit ja, der Nase. Gell? Die schlägt natürlich wahnsinnig aus der Art. Und nicht alle Leute haben das Gefühl, das sei jetzt ein Röli. Das ist eine Schöpfung von Karl Bickel Junior, der das für sich privat gemacht hat und auch selber mit ihr gegangen ist. Jetzt hat seine Frau die Maske der Ortsgemeinde oder respektive vom Ortsmuseum geschenkt. Jawohl. Dann hat es eine Gehrig-Larve. Wo ist die WC? Hier hinten dran. Jawohl. Gehrig 1, Gehrig 2. Da hat ein Gehrig die schnitzen lassen und hat dann einfach seinen Namen, seinen Geschlechtsnamen, diesen Maske gegeben. Eine glatte Geschichte gibt es noch zu dieser Larve. Die heisst Rockni. Und Rockni deutet, wir haben das Thema heute ja schon mal gehabt, wegen der Frau unter dem Rölli. Da hat wirklich einer in den 30er Jahren, 1930er Jahren, die Idee gehabt, eine Rölli-Familie zu machen. Und die Maske ist ja dann geschnitzt worden. Und am ersten Tag, wo die am Fasnachtssonntag die Fasnacht wollte, ist sie auf die Straße raus, hat einen Rock gehabt. Und weit ist sie nicht gekommen, hat sie wieder zurück ins Haus gejagt. Also der Versuch, eine Rölli-Familie auf die Straße zu bringen, der ist abverheilt. Ja gut, man, das Frauenstimmrecht ist seit 1972, so lange ist schon nicht her. Es hat dann einen Tscherler-Rölli gegeben. Der ist das Tscherlenuss entstanden. Also das ist der mit den braunen Backen? Hoppla, ja, genau. Und auch vom Tscherler gedreht worden. Jawohl. Aber jetzt laufen natürlich andere darunter. Es ist nicht mehr so, dass es muss so sein. Es gibt auch einen Bärschner-Rölli. Der hat Paul Mannhardt geschnitzt. Das war ein berühmter Maskenschnitzer. Und der ist dann selber mit dem gelaufen. Und später, als er ins Alter kam, hat er dann der auch in Leihdienst hineingegeben. Und dann hat er auch noch eine Kinderrölli gemacht für seine Tochter. Und das hat dann natürlich auch Diskussionen gegeben. Und dann hat man dann beschlossen, solange die Tochter in die Schule geht, dann darf sie im Rölli laufen und nachher ist fertig. Und er hat sich daran gehalten. Aha. Also über das Kind hat man eine Ausnahme gemacht. Ja. Dort hat das Geschlecht nicht so eine grosse Rolle gespielt. Was ist denn da für einen neben dem Tscherler zu? Ja, die letzte Kreation. Nein, ich meine die links dort, da ist neben dem Tscherler zu, der mit der braunen Packe. Ja, genau. Das ist auch ein Tscherler-Rammeri. Aha, ja. Und da steckt der Name Rammer, also der Besitzer oder der Auftraggeber war ein Rammer von Tscherle. Jawohl. Und dann haben wir hier neben dem Tscherle, neben dem anderen, der genau. Rölli, der Pilni. Der Pilni war die letzte Neuschöpfung der Rölli. Es steht im Reglement, dass man Neuschöpfungen machen darf, in Absprache mit der Fasnachtsgesellschaft und vor allem mit der Ortsgemeinde als Patronatorganisation. Und der Pilni, da dahinter steckt sich der Pillenverkäufer, das war ein Drogist, Hans-Peter Heidegger, der den Rölli wollte. Er war selber auch aktiv in der Fasnacht, in der Fasnachtsgesellschaft, und hat den Rölli-Betrieb eine Zeit lang auch gemanagt. Und ja, sein Wunsch ist dann erfüllt worden, in Absprache mit der Fasnachtsgesellschaft und der Ortsgemeinde. Das heisst, da muss man möglich die Eingabe machen. Da hätte man einfach etwas machen können. Nein, das ist nicht möglich. Und das wissen auch die da schnitzen, dass sie nicht einfach so können, ja, aufs Grat holen. Da muss quasi ein Modell bringen und das wird dann bewilligt oder eben auch nicht. Ja. Jetzt vorher hast du gesagt, hinter der Scheibe sind die Originalmasken, oder? Also da es sind alles Originalmasken von diesen Rölli. Ja, genau. Alles, ja. Und, eben, und die sind wirklich da, damit man sie wieder genau gleich nachmachen kann. Jawohl, ja. Und das geraten dann auch? Das ist für mich ist es also ein Problem. Ich habe vorhin gesagt, dass wir sicher drei bekannt sind. Der Paul Mannhardt in Bärschis, der Max Tschus in Wallerstadt und der Godi Wenger in Wallerstadt, die diese originalgetreu anschnitzen können. Vielleicht eine dumme Frage, aber wenn ich so eine Maske schnitzen lassen, was denkst du so?
Könnt ihr das? Oder was kostet ihr das? Ja, das kostet noch eine vierstellige. Eben, ja, ja. Und dann hast du noch kein Gewand dazu. Genau. Wenn ich das Gewand anschaue, da hat es auf dem Gewand weit über 3000 so Filzplätze. Ganz in der Anfangsphase, die Alte, die ist nicht in diesen Filzplätzen gelaufen. Die hat dann drunter normale alte Hudeln angehabt, Hosen und Schopen. Ja. Und das hat sich dann erst mit den Jahrzehnten herauskristallisiert, dass der Röli so Filzplätze bekommen hat. Das ist nicht nur die Maske, sondern es ist natürlich immer auch noch das Gewand, das so sehr kunstvoll gemacht ist. Ja, das ist also sehr viel Handarbeit dahinter. Es gibt eine Schneiderin in Wallenstadt, Dani Tschus, die solche Sachen schon ein paar Mal gemacht hat. Aber manchmal treffen sich auch Frauengruppen, die dann für so eine Rolle ein neues Gewand kreieren. Die Gewänder kommen natürlich je nach Wetter schon auch ein bisschen dran. Und manchmal fällt auch eine Rolle um. Wenn es eisig ist oder wenn er nicht so gut aussieht, dann gibt es einen Schranz in die Hosen oder in die Schopen. Dann muss man das flicken. Also es gibt immer ein bisschen Arbeit. Und irgendwann kommt er dann wieder ein total neues Gewand über. Das sieht man jetzt natürlich hier nicht, weil ja die Original da sind. Aber am Fasnachtssonntag auf der Strasse wird man das natürlich schon sehen, wie, wo die neueren Gewänder und die schon gebrauchteren Gewänder dran sind. Da haben wir Schnapsni, spezielle Form von der Maske. Auffallend ist, dass sie ein lachendes Maul hat, im Gegensatz zu allen anderen Rollen. Und ist das jetzt und obendran sind Brüllni. Die heissen Brüllni, weil sie eine aufgemalte Brille um die Augen herum haben. Wahrscheinlich die Herkunft aus der Marke unten rauf. Also die Idee. Aber da sind dann vor allem Buben reingelaufen. Oder heute eben die Brülli, die mit der Rölli unterwegs sind, das sind auch Masken in diesem Stil. Jetzt sind das relativ kleine Masken und auch kleine Statuen, also kleine ja, Gewänder. Ja, es ist dann beschränkt. Gewänder sind natürlich auch entsprechend gross. Und ich weiss jetzt nicht auswendig, von welchem Alter sind Primarschüler, die mit diesen Brülli gehen können. Und die haben einen Stolz. Und das sind wahrscheinlich die, die dann später mal auch im Rölli springen. Wallenstadt-Gemeinde gehört ja Tscherlach, Bergis und Wallenstadt-Berg auch noch dazu. Und da haben wir noch ein Beispiel von Bergis. Bergener Gemeindelarve ist eine Kopie von 1985. Das Original ist aus dem 19. Jahrhundert und ist im Völkerkundemuseum in Basel. Es hat einige rare Masken, die das Original im Völkerkundemuseum in Basel sind oder im Riedbergmuseum in Zürich. Die sind irgendwann einmal verkauft worden, weil man ein bisschen Geld hat müssen haben. Und wir haben dann die einmal können überkommen, um Kopien zu machen. Die Bärschner sagen, das ist der Urtyp vom Rölli. Und zwar wegen dieser Lebenslinie hier oben. Und ob es jetzt so ist oder ob der Rölli zuerst war oder umgekehrt, da streitet man sich heute noch darüber. Aber das ist ja nicht so gravierend. Wenn wir den anschauen, das ist der Sennhauser, das ist auch eine Kopie. Und der hatte so die Angewohnheit, die Leute zu ärgern, auch mit Leserbriefen in Wallenstadt, in Bergis. Und irgendwann hat es dann den Einheimischen da den Deckel geklopft. Dann hat man gefunden, dem zahlen wir es jetzt zurück. Hat der Herr Göttli Schnitzer Kalberer aus Mels beauftragt, Larven zu schnitzen. Was? Herr Göttli Schnitzer? Der hat vor allem Christusfiguren gemacht, aber er hat auch das können. Und die Maske hat er, so wird es erzählt, er sei in Wallenstadt ins Restaurant gekommen, wo der Sennhauser am Jassen war, hat dann in einen Herdöpfel das Gesicht modelliert, hat die Maske schnitzen. Und in der nächsten Fasnacht ist dann jemand auf einem Wagen mit dieser Maske und dann hat man den Sennhauser dort abgeklopft. Und das war dann so der Trach von den Einheimischen an dem Sennhauser. Es ist, wenn man in einer Maske geschnitzt worden ist, ist das eigentlich fast eine Schande gewesen. Heute ist es genau umgekehrt. Also wenn man mit einer Larve geschnitzt wird, ist das eine Ehre. Ganz speziell ist ja da der Schnutzli da unten da. Der da. Das ist der Fazi.
Da ist das Original beim Fritz Sutter, Gall in Flums. Aber das ist natürlich eine Kopie, die der Paul Mannhardt geschnitzt hat. Und oben ist Kühni, auch wieder eine, die im Völkerkundemuseum ist, in Basel. Und da haben wir Kopie. Also recht ein reichhaltiges Ortsmuseum. Jetzt mal vorläufig die letzte Frage. Wann kann man das anschauen? Immer am ersten Samstag im Monat, am 10. Und dann ist es meistens kombiniert mit einer Führung hier im Museum. Es hat noch andere Bereiche, die Schifffahrt, Wasserkraft, die Stadtgeschichte. Und nachher geht man auf eine Stadtführung, sieht noch die alten Stadtmauern und kommt Informationen über die verschiedensten Gebäude. Ausnahme ist der erste Samstag im August, weil dann ist Städtli-Markt in Wallerstadt und dann ist das ein wahnsinns schöner Betrieb hier im Städtli. Dieses Buch «Fasnachtsgesellschaft» erlaubt natürlich wirklich einen ganz profunden Einblick in all das, was wir heute so erzählt haben, und natürlich noch viel, viel mehr. Es gibt ja dann natürlich eben auch die Umzüge und dies und jenes, was man lesen kann in der Fasnachtszeitung. Bist du auch schon dran gekommen, Guido? Ja, einmal. Da war ich noch Präsident des Kur- und Verkehrsvereins Wallerstadt. Und dann haben wir das 1. August-Feuerwerk auf dem Zustallgipfel in der Kurfürsten. Und es ist immer eine ad-hoc-freiwillige Gruppe, die dann das Feuerwerk dort oben macht und von der Alp Tschingle aufträgt. Also das ist eine echte Arbeit, schweißtreibend. Und die haben dann am 1. August dort rauf müssen und die Familie im Tal unten lassen. Und dann sind die mal zu mir her und haben gesagt, könnten wir das nicht am 31. Juli schon machen, dann hätten wir am anderen Tag quasi frei und für die Familie. Und dann habe ich das eingewilligt. Ja. Und dann ist der 31. Juli gekommen und es hat geregnet. Und dann bin ich natürlich dran gekommen, quasi hätte es gescheiter lassen am 1. August. Hat dann gerade die Titelseite gefüllt. Voll! Ja. Und dann natürlich gell, noch der Lehrer, natürlich noch doppelt. Ja, das auch, ja. Gell? Wobei vorne, oder ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber vorne hat Basel jahrelang schon den 1. August am 31. Juli gefeiert. Aber Basel ist nicht Wallerstadt oder umgekehrt auch nicht. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir bleiben natürlich dran der anderen Wallerstädter Fasnacht. Wir werden sicher am Sonntag, am 26. filmen, vielleicht 27. auch noch dies und jenes. Wir werden sicher etwas mit den Rölli-Bölli machen, mit dem Guido, eben auch mit dem Kommentator, mit dem Umzug. Es ist sicher höchst interessant. Ich hoffe, wir haben auch einen kleinen Einblick können geben. Und eben nochmal, ihr seht den Guido hier mit dem Fasnachtsbuch. Ich denke, am besten kauft ihr einfach das Buch «Fasnachtsgesellschaft Wallenstadt». Dann habt ihr wirklich einen profunden Einblick und ihr werdet feststellen, auch wenn ihr nicht Fasnächter seid, aber auch wenn ihr Fasnächter seid, ihr werdet Neues erfahren, Interessantes erfahren. Also, kauft es!